Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch einmal, wie ich diese Nägel hier gemacht habe. Und zwar einmal mit der Farbe Vanilla Sky und Summer Hero von Neonail. Ich würde sagen, wir starten auch sofort. Ich wollte euch nur einmal ganz kurz vorher meinen neuen Fräser zeigen. Ich halte ihn einmal kurz in die Kamera, und zwar ist es der hier. Den habe ich mir auf Amazon bestellt und ich zeige euch einmal, was der alles so kann, denn ich bin ziemlich begeistert. So, ich habe jetzt einmal die Kamera umgedreht, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar kann man den Fräser einfach hier in die Steckdose stecken, dann geht das Lämpchen an. Das ist auch super praktisch. Dann kann man nämlich ganz genau sehen, was man da macht. So, das ist der Fräser. Und genau, da gibt es dann unterschiedliche Aufsätze für. Ich nutze diesen Aufsatz, um den Lack abzufräsen. Das ist auch super. Da wurde wahnsinnig viel Vorrat noch mitgeschickt. Genau, und dann stellt man den hier einfach ein, an dem Knopf. Und dann gibt es unterschiedliche Stufen. Man hört, die ist schon echt extremst schnell. Ich nutze meistens eher ja, 9000 und dann, wenn schon das meiste vom Lack ab ist, auch nur noch die 3000. Genau, und wenn man dann noch einmal drauf drückt, dann ändert sich die Richtung. Das finde ich auch super praktisch. Und dann lange gedrückt halten, dann geht es aus. Und ich habe jetzt seit neuestem mal probiert, diesen Aufsatz hier zu nutzen. Und zwar für die Nagelhaut. Also hier in dem Bereich habe ich dann einfach die Nagelhaut damit entfernt. Auf niedrigster Stufe und das ging super gut. Und zwischendrin kann man den Fräser einfach hier in die Halterung stecken. Ich fange mit den üblichen Schritten an. Ich ziehe mir eine OP-Maske auf und nehme mir eine Unterlage und dann fräse ich den Lack ab, aber nicht komplett. Ich lasse noch den Unterlack drauf. Danach feile ich meine Nägel dann in Form und präpariere sie für den neuen Lack. Wenn ihr diese Schritte noch etwas ausführlicher erklärt haben wollt, dann könnt ihr gerne auf das Video, was jetzt oben auftauchen müsste, klicken. Jetzt sind alle Nägel abgefräst und in Form gefeilt und ich fange an, die Nagelhaut zu entfernen. Jetzt gehe ich einmal mit dem Nail Cleaner über jeden Nagel drüber. Und los geht's mit einer dünnen Schicht Base Coat.
Dann mache ich zwei dünne Schichten von Vanilla Sky drauf und immer dran denken, dass die freie Nagelkante auch versiegelt werden muss. Leider verdeckt mein Kopf hier gerade wieder alles, aber ich mache auch nichts Neues. Ich mache eine ganz dünne Schicht Vanilla Sky drauf und ich achte darauf, dass ich so nah wie möglich an die Nagelhaut komme, aber sie eben nicht berühre und sehr sauber arbeite. So, jetzt geht's zu den orangenen Tipps. Und zwar nutze ich, wie schon gesagt, die Farbe Summer Hero. Das ist ein super schönes Orange und gibt einen frischen Akzent für den Sommer. Es tut mir so leid, meine schlechten Augen haben mal wieder das Video ruiniert. Ja, leider sieht man nicht genau, wie ich die Tipps male, aber ich versuche es euch jetzt einfach zu erklären. Ich achte darauf, dass ganz wenig Farbe auf dem Pinsel ist und male dann ganz vorsichtig nur die Spitze des Nagels an. Ich mache das frei Hand und versuche eben eine gerade Linie hinzukriegen und das hat auch echt ganz gut geklappt, wie ich finde. Und als letztes kommt wie immer eine Schicht Topcoat obendrauf. Dann entferne ich die Schwitzschicht mit einer Zellette und dem Cleaner, mache noch die anderen Nägel und fertig sind die Sommernägel. So, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das bedeutet mir sehr viel. Bis zum nächsten Mal.